Ja, meine lieben Geolim TV, zu sehen, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und ich habe hier wieder mal einen alten Bekannten vor mir sitzen, den Heinz Klammer, seines Zeichens Lebensberater, Supervisor, psychologischer Berater, Mentaltrainer und was nun? Aufstellungsleiter. Ich weiß nicht, die Liste ist unglaublich lang. Und dann ist auch noch der Erich Werich mit von der Partie, aber wir wissen eh, der spielt im Augenblick das Kamerakind hinter der Kamera. Wir haben ja nicht so viel Platz, wir müssen ja ein paar Babyelefanten dazwischen lassen. Wir haben somit auch hier eigentlich ein eigenes Maß gerade kreiert, also das sind 2 Meter. Ja? Nur so mal zur Information. Na, aber jetzt wirklich Spaß beiseite. Wir haben uns wieder mal zusammengetroffen und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mal über das letzte Jahr so ein bisschen reden, ja, und einmal schauen, was ist so passiert, wie können wir damit umgehen aus psychischer, aus mentaler Sicht, eben auch aus körperlicher Sicht, was ist da so auf uns alles eingeprasselt, und das lassen wir mal so ein bisschen durch die Runde gehen, sage ich jetzt einfach einmal, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und welche Erkenntnisse wir gewinnen können. Wir haben ja quasi sozusagen jetzt schon das einjährige Jubiläum, wenn wir es ein bisschen ironisch sehen, überschritten. Und in dem Sinne ist es ganz gut, wenn wir diesbezüglich einfach einmal was dazu machen. Ja, Heinz, dann steigen wir einfach mal gleich in die Thematik. Überhaupt einmal so generell. Wir haben uns natürlich im letzten Jahr immer wieder gehört, auch so immer wieder gesehen, aber doch einmal, wie ist es denn mit dir so gewesen? Also seit man sozusagen vom ersten Shutdown, hat es ja damals noch geheißen, ja. Ich habe mir gedacht, da jetzt werden alle Leute erschossen. Also es ist irgendwie spannend, was da für Ausdrücke plötzlich entstanden sind. Aber wie magst du es mal so kurz ein bisschen schildern, wie für dich jetzt das einmal so war? Ja, so rein aus deiner Sicht heraus. Na klar, es war ganz eine interessante Zeit, das möchte ich mal so vorwegnehmen. Also begonnen hast, wie du gesagt hast, mit diesem Shutdown und einmal mit dieser Betroffenheit, was natürlich an jeden, auch mich betroffen hat. Und dann einfach mal wirklich die Überlegung, es sind Pläne da gewesen, ob das jetzt Urlaub war, seminartechnisch. Auf einmal wird man da gerüttelt und man muss sich wieder neu einstellen, neue Ziele setzen. Und was dann das Wesentliche war in den letzten Jahren zusammengefasst, ja, mit sich selbst einfach wirklich auseinanderzusetzen. Wie geht man einfach in der Krise um? Was ist, wenn eine Krise passiert im Leben? Und das ist ja, hat uns alle betroffen, nicht nur den Einzelnen. Und da ist es schon ganz wichtig, dass man, sage ich, immer so einen Rückhalt hat. Ob das jetzt, dass man wirklich Mentaltraining, also dass man gedanklich etwas macht, dass man sich seine Gefühle bewusst wird, dass man immer besser lernt, auf sich selbst zu schauen. Und was natürlich, was ich sehr gut mitnehmen kann, dass man wieder sehr wertschätzt, Familie und Freunde, also wenn man es treffen kann. Und auch natürlich, dass man auch gut in Kontakt bleibt. Das ist halt das Neue, was auf mich speziell zugekommen, aber auf viele andere auch, dass man halt wirklich sehr viel über das Internet machen muss, wie es bei mir ist, ob das Beratungen sind oder Seminare. Und dass man auch den richtigen Geist rüberbringt. Das wäre so ganz kurz Wie meinst du zusammenfassend. es mit dem richtigen Geist rüberbringen? Naja, es ist so, wir sitzen jetzt zu einem Babyelefant Abstand 2 Meter? zueinander, 2 Meter. Und da ist trotzdem dieser Esprit zwischen uns da. Und wir haben jetzt keine Maske. Und ich sage auch im Bildschirm, das Internet ist auch eine Maske. Im Endeffekt. Dass wir sind maskiert, wir können beim sozusagen Zoomen oder bei der Vico ja den Bildschirm einmal wegblenden, den Ton ausschalten. Also wir haben da einige Masken zur Verfügung, wir können den Hintergrund ausblenden. Also wir haben auch vielleicht, sage ich mal, gelernt, uns noch besser zu verstecken. Hinter was? Das ist jetzt die Frage, gell? Wo will ich, warum brauche ich eine Maske überhaupt? Das ist natürlich eine gute Frage generell. Man sagt ja so, na, wir werden ja als Personen bezeichnet. Ja? Wir sagen ja selten, da ist ein Mensch, sondern da ist eine Person Genau. gewesen. Wir haben einen Personalausweis, oder gibt es auch. Und Persona, na, heißt ja eben die Maske. Also von dem her gibt es diese Symbolik an und für sich
sowieso schon irgendwo. Also aus meiner Sicht habe ich so das Gefühl, zeigt eben Corona oder macht es eher sichtbarer noch, wo wir überall Masken haben. Und ich finde ja diesen Vergleich wunderbar, eben wie du sagst, im Internet über Zoom, also wie wir jetzt halt auch vermehrt miteinander kommunizieren, auch das nennt man ja auch Masken. Ja, es gibt Masken im Internet, die gewisse Werkzeuge verstecken oder beschreiben, aber wie du auch sagst, wir können jederzeit die Kamera ausschalten, den Ton und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja, was steckt dahinter und wie weit geht das auch noch so in die Richtung? Das ist natürlich die eine Sache, viele Menschen sagen halt natürlich, es ist auch ein Symbol, ja, aber da will ich in die Richtung will ich jetzt gar nicht mal hinkommen, dass wir sagen, okay, es gibt Menschen, die wollen, dass wir in eine gewisse Richtung kommen und es ist eine Symbolik. Ich denke mal, es ist wichtig, glaube ich, dass wir darüber reden aus unserer Sicht und wie wir die Dinge beschreiben. Und gibt es das jetzt alles erst seit Corona? Das möchte ich auch mal so mit reinbringen. Hat sich da jetzt so wahnsinnig viel plötzlich verändert oder hat eben einfach Corona seins zugetan, um vieles einfach sichtbarer zu machen, um einfach auch aufzuzeigen, die Dinge, die sowieso schon lang, sage ich jetzt mal, unter der Decke oder unter dem Teppich oder auch immer geschwollen oder geschwelt sind, ja, einfach sichtbarer zu machen. Ja, diesbezüglich würde ich das einfach einmal gleich den Erich gern mit reinbringen. Das ist nur ein bisschen vom Platz her ein bisschen blöd. Ja, Erich, wie Erich, jetzt bist du da, dich extra nochmal vorzustellen, auch mit dem ganzen Hintergrund, den du hast. Das ist so ähnlich wie beim Heinz, psychologischer Berater, Lebensberater. Du bist aber auch noch das, was dich halt dann als wie Erich auszeichnet. Wer ich? Ja, wer bin ich? Sozusagen derjenige von uns oder auch im Gebiet Oberösterreich, überall der sozusagen der Bewusstseinsmann, wo man sagt, okay, wenn es ums Bewusstsein geht, geht es um Erich, der beschäftigt sich damit und der spricht darüber, wer ich bin. Wie hast du das erlebt? Aus deiner Sicht eben genauso seit Mitte März 2020 diese ganze Corona-Geschichte angefangen, so mit den Shutdown. Wie ist dir so gegangen und was hast du im Augenblick einfach mal dazu zum Sagen? Ja, mir persönlich ist gut gegangen, weil mich der Lebensumstand nicht so berührt wie andere vielleicht. Ich sehe natürlich, dass die große Masse in einer Verunsicherung ist, natürlich begründet. Bei vielen Menschen ist es so, dass die Veränderung gar ins Finanzielle reingreift, also wo man dann wirtschaftliche Ängste kriegt, wo solche Themen dann hochkommen, was vorher als selbstverständlich war, wo man sich nicht einmal Gedanken darüber gemacht hat, wird jetzt in Frage gestellt. Im Grunde leben wir in einer Zeit, in einer Phase, wo ja wirklich alles in Frage gestellt wird, wo quasi die Zusammenhänge bewusst werden, wo wir schon langsam verstehen, wie überhaupt diese Lebenssituation, die wir als Leben bezeichnen, funktioniert. Also man lernt Zusammenhänge verstehen und natürlich wird damit das in Frage gestellt und damit kommt natürlich eine Unsicherheit auf, weil wenn ich mich sicher fühle, wenn ich glaube, das ist normal und so wird es weitergehen, dann fühle ich mich vielleicht gelassen, aber wenn das in Frage gestellt wird, dann kommt sowas wie Angst hoch, weil jede Form der Unsicherheit geht halt mit Angst einher, soweit ich mich quasi über den Lebensumstand definiere. Mhm. Also das ist ja unser Hauptthema irgendwo, wenn wir einen Lebensumstand mit dem Leben verwechseln. Also wir machen einen Lebensumstand. Ja, aber da würde ich ganz gerne mal ein bisschen gleich mal einhaken. Du hast ja am Anfang gesagt, na, dieser Lebensumstand betrifft dich nicht so. Ja, also der Lebensumstand, das ist halt das, na, wie du, was du halt wahrscheinlich meinst, das ist halt die Arbeit von den Menschen, das ist halt das Haus, was sie bauen oder all diese Umstände, die wir haben und an und für sich als Menschen ja brauchen. Ne? Das ist halt so, natürlich lasst sich darüber streiten oder reden, muss das Haus jetzt so groß sein, muss es überhaupt ein Haus sein, würde vielleicht nicht auch nur eine Höhle genügen, ne, so wie vor ein paar tausend Jahren, das ist natürlich klar, das ist dann Luxus oder das ist halt dann die Zivilisation, die sich weiterentwickelt,
Aber was hat dir oder wo siehst du da den Unterschied zu einer großen Masse? Du sagst, okay, dieser Lebensumstand hat mich, der ja da sehr zerrüttet, berüttelt oder eben betroffen ist. Wo trifft die das nicht so? Das wäre natürlich interessant eben aus deiner Sicht. Ja, natürlich habe ich vielleicht auch weniger Verpflichtungen wie andere Menschen. Gell? Also ich bin inzwischen schon Großvater und damit habe ich die Verpflichtung meiner Tochter gegenüber vielleicht weniger zum Tragen ist wie jemand anderer. Dann habe ich eine Wohnsituation, die halt auch nicht so aufwendig ist, nicht so kostenintensiv. Und irgendwie hat sich mein Leben halt schon so gestaltet und geformt, dass ich relativ gut leben kann, ohne dass ich viel Druck ausgesetzt bin. Also ich muss nicht eine gewisse Zeit wo investieren, um meinen Lebensumstand eben ernähren zu können. Das muss ich alles nicht mehr. Die Sachen, die ich mache, ich nenne es halt einfach Leben. Das geht alles irgendwie mehr oder weniger von selbst. Also du meinst, das ist jetzt eher also die finanzielle Richtung? Genau, also da habe ich mehr das Gefühl, dass ich lebe und das, was ich tue, das... Also das funktioniert, das kommt das ein. Funktioniert. Du brauchst dir da nicht wahnsinnig viel Kopf machen und du siehst auch keine Gefährdung darin, dass plötzlich der böse Mensch kommt und sagt, du gehst nicht mehr deine Wohnung oder dein Haus weg. Eben. Das war allerdings nicht immer so. Ich habe auch meine Ängste hinter mir und habe auch Situationen durchgestanden und ausgestanden, wo ich mich bedroht gefühlt habe und wo ich geglaubt habe, ja, wie soll das weitergehen und überhaupt womöglich wird da das, was wichtig ist und was brauchst du sogar genommen und das habe ich halt nicht mehr. Und das ist eigentlich eine Errungenschaft meinerseits vom Bewusstsein her. Naja, genau, da wäre ja dann die Idee oder da wäre das, was eigentlich spannend wird, weil das andere, was du jetzt so mal beschrieben hast, sind halt nur die Lebensumstände, wo man natürlich auch sagen kann, klar, gibt es nach wie vor Menschen, die sind natürlich von diesen Umständen, von diesen Lebensumständen mehr betroffen, weil vielleicht halt kein Haus, weil halt vielleicht gerade im Tourismus arbeitend oder eben ein kleiner Unternehmer, der halt sicher jetzt im Augenblick wesentlich mehr unter diesen Repressalien leiden muss, weil halt wenig Geld hereinkommt, viel Abhängigkeit dadurch entsteht, im Vergleich zu jemandem, sage ich jetzt mal, der in einer sogenannten Tintenburg sitzt und diese Dinge, die die Regierung macht, verwaltet und nach wie vor sein Einkommen reinkommt und da weniger Gefahr hat und mehr abgesichert ist. Aber natürlich ist es jetzt interessant, ne, von dieser Sicht aus, von deiner Bewusstseinssicht einfach da jetzt einmal Einblicke zu sehen. Okay, was kann, sagst du mal auch wieder so ein bisschen pragmatisch, was kann jemand machen, der in diesen Ängsten drinnen ist? Ja? Klar, man kann das nicht wegreden. Ja? Wenn jetzt jemand seine Arbeit verloren hat, sich das Einkommen halbiert, ja, oder vielleicht komplett nichts mehr hat in die Richtung, schon sein Erspartes aufbrauchen musste. Vor kurzem habe ich gerade mit jemandem telefoniert, also eine kleine Unternehmerin, die sagt, okay, ich habe mein Erspartes jetzt aufgebraucht, ich weiß jetzt schon langsam nicht mehr, wie es weitergeht. Aber was kann man den Menschen sagen, wie sie auf der Bewusstseinsebene damit umgehen können, damit sozusagen das menschliche Leben, ja, das Pragmatische und eben die höhere, das Mentale, das Geistige da irgendwie zusammenkommt und eben auch Lösungen und Lebenswertes wiederfinden kann. Mhm. Ja, es ist halt so, wenn die Lebenssituation in Frage gestellt wird, dass dann Ängste da sind. Und wenn Ängste da sind, das sagt ja das Wort Angustos schon, das bedeutet ja Angst, dann habe ich mehr oder weniger so etwas wie einen Tunnelblick. Das heißt, ich sehe nur einen Auszug dessen, was wir als Leben bezeichnen. Mhm. Und in Wahrheit ist es immer der Lebensumstand, den wir sehen. Also, weil wenn ich von Leben rede, Leben ist ja das, was quasi hinter dieser Form steht. Ja? Das ist das, was die Form nährt. Also das ist das, was wirklich ist. Das ist Leben. Ja? Und wir haben ja das Problem, dass wir immer, wenn wir vom Leben sprechen, in Lebensumstand nennen. Also das, was wir sehen und dieses Geborenwerden und jetzt lebe ich als Mann in einem Körper und so weiter. Naja, aber das ist ja das, denke ich mal, was wir ja auch brauchen. Ja, das ist, ja schon. Kann ich nicht sagen, das ist, nicht das ist die Erfahrung des Menschseins, auf jeden Fall. Allerdings ist es in Zeit und Raum. Und Zeit und Raum geht halt mit Lebensumstand einher. Nur, wenn du halt Angst hast, dann bist du ja in dieser Enge und in dieser Blockade und dann magst du quasi nur diesen
engen Auszug dessen, was du früher als großes Leben, als Lebensumstand gesehen hast, zu dem Leben, und dann wird es halt rundum engst. Okay, das verstehe ich. Ängstlich und eng. Und was sagst du an Menschen, der in der Angst gefangen ist? Gell? Man, da hilft halt sehr oft sowas wie, konzentriert jetzt auf deinen Körper, vielleicht noch besser, auf das Innere deines Körpers, also das, was bist, fühlen als Körperliches. Oder Meditation, einmal tief atmen. Das heißt, entschuldige, wenn ich noch unterbreche, aber es geht jetzt im Endeffekt, es ist jetzt nachvollziehbar, es ist nachvollziehbar, klar, solche Umstände, die sich so massiv verändern, erzeugen Stress und ergo Angst. Ja? Und wie kommen wir jetzt aus dieser Enge wieder raus? Ja? Das ist sozusagen die Kunst, oder? Denk mal in die Richtung, willst du hin oder bist du? Wie komme ich aus dieser Angst wieder raus, um eben wieder andere besser überdachte und ja, Entscheidungen für sein Leben, für das Weitere treffen zu können, um nicht ständig aus dieser Angst heraus zu agieren, das war es an der Ende. Oder ist das so? Ja, also grundsätzlich hilft da eins, schauen, dass man aus der Angst herauskommt. Genau, aber wie? Also nichts anderes. Eben wie vielleicht solche Sachen, dass man sich bewusst macht, jetzt ist Angst da, das blockiert mich, was kann ich machen? Also einfach einen Schritt auf Seite treten, diese Identifikation auflösen, eben durch das, was ich gerade gesagt habe, eben fokussier dich aufs Innere deines Körpers, wann das geht. Aussehen natürlich, Natur und so hilft immer, bewusst atmen hilft immer, also solche Sachen helfen, aber das ist ja quasi nur, wenn ich wirklich jetzt gefangen bin, dass ich einen Abstand finde, einmal über kurze Zeit. Ja. Also im Grunde ist ja das alles ein Bewusstseinsprozess. Das ist ja das, was wir erleben, was wir gerade erfahren, ist ja der Mega-Bewusstseinsprozess. Man kann ja sagen, das ist die große Psychotherapie kollektiv, was da gerade passiert. Das ist so mein Ansatz. Weil wir es könnte sein, also aus meiner Sicht, es könnte eine Therapie sein, eine kollektive. Ja, was weißt denn sonst? Wir werden mit Dingen konfrontiert, mit denen wir vorher noch nicht konfrontiert waren. Und mit was wir es konfrontiert? Du wirst mit deinen Ängsten konfrontiert, mit dem, was dich ausmacht. Es wird das, was du denkst, in Frage gestellt. Und wenn ich das in Frage stelle, dann frage ich mich auch irgendwann einmal, wer bin ich jetzt wirklich? Und der, der du wirklich bist, ist nie der, der du denkst zu sein. Weil eben der, der jetzt denkt, ist der Denker. Das sind eben nur Gedanken. Und das ist halt einfach wirklich so was Komplexes. Ich verstehe natürlich. Ja, ich verstehe, und der Heinz, der hinten jetzt an der Kamera sitzt, versteht das natürlich auch. Wir wissen das und verstehen das vom Kopf. Die Frage ist für mich immer, ich bin ja so, ich sehe mich ja so als Mittler, bin ja auch pragmatisch. Ich sage, okay, gut, wie soll jetzt jemand, ja, der, wie gesagt, jetzt vielleicht davor ist, sein Haus zu verlieren oder überhaupt sein davor steht und diese Ängste hat, weil er halt merkt, sein Leben zerrinnt ihn gerade zwischen den Fingern. Ja. Ganz gut nachvollziehen, Menschen, die sich was aufgebaut haben, ja, die Jahre, ja, jahrzehntelang vielleicht was aufgebaut haben, kleine Firmen oder größere, was auch immer, und plötzlich merken, hoppala, das zerrinnt jetzt. Ja. Ich weiß, was du meinst, natürlich die Identifikation davon loslassen, merken, okay, bin ich das, bin ich dieses Haus, bin ich diese zwei Autos, bin ich der große Swimmingpool, das ist, bin ich das wirklich? Nein, im Endeffekt natürlich, wir wissen, wir sind es nicht und schlussendlich stehen wir alle irgendwann vor dem Herrn oder vor wem auch immer nackt. Ja? Das heißt, Glück kann oder soll entsteht woanders und nicht im Haus oder im Porsche oder wo immer. Ja? Nur die Frage ist, wie kann ich da wirklich einen therapeutischen, und das ist diesen therapeutischen Kontext entstehen lassen, damit ich da nicht verrückt werde? Als Mensch, der gerade merkt, hoppala, das rinnt das durch, weil ich denke mal, da ist für mich eben noch nicht Therapie, sondern Therapie beginnt dann, wenn ich einen Weg finde, den ich gehen kann, dass ich sozusagen das Ganze überstehe und mehr als gut überstehe und nicht wahnsinnig wird dabei oder verrückt oder eben auch, was leider natürlich auch diese Kollateralschäden auch sind, dass man irgendwann einmal sagt, okay, das ist für mich nichts mehr da und den Freitod wählt. Ja. Das ist so der Punkt. Also wie kann ich da hinkommen zu dieser Einsicht, dass ich es auch gehen kann? Was glaubst du? Ja, es ist wie gesagt alles eine Frage von Bewusstheit. Bewusstsein.
Und im Grunde darf man sich schon die Frage stellen, was brauche ich wirklich, um glücklich und zufrieden zu sein? Es wird im Grunde genügen, wenn ich genug zum Essen, zum Trinken habe und dass man halt nicht kalt ist, wenn es kalt ist. Es würde genügen. Alles andere ist Zugabe und damit naja, aber auch Aufgabe. Das sind so mal die Basalbedürfnisse. Genau. Ja. Von denen überlebt man ja auch nicht. Ne? Das wissen wir ja, dass man. Ja, nur man kann ja schauen, es gibt ja Völker und Nationen, also Menschen auf dem Planeten, die haben wirklich nichts, die wissen nicht, was morgen essen werden und sind glücklich. Ja? Das hängt mit dem zusammen, weil sie die nicht mit Sachen aufplagen oder identifizieren, die im Außen sind, naja, also Güter. Das ist schon klar. Und irgendwo sind wir in der Situation, wo das ja alles zusammen in Frage gestellt wird. Und was machen wir, muss man ja hinterfragen. Wir beuten den Planeten aus und uns gegenseitig im Grunde. Also unsere ganze Orientierung ist im Außen. Wir sind dort, dass wir sie übers Außen identifizieren. Und diese Identifizierung gilt es eben aufzulösen, zu transformieren. Mhm. Und darum sind auch solche Sachen wie jetzt für uns da. Und ich sage immer gern, alles was dir passiert, ist maßgeschneidert für dich, um letztlich zu erkennen, wer du wirklich bist. Das heißt, um letztlich zu erkennen, was wirklich Qualität ist oder Qualität hat. Und Qualität hat nichts anderes, es wäre das Leben zu fühlen, das Leben zu sein. Und dort ist auch die Gerechtigkeit des Seins der Schöpfung zu Hause, weil das kann im Grunde jeder, obwohl man es ja nicht kann, weil sonst würde es ja jeder tun. Also du, genau, ja, du fragst mir Sachen und ich kann nicht wirklich das drauf ist, das ist ja der Punkt. Und ich denke mir so, vom, egal ob man es jetzt philosophisch oder vom spirituellen Standpunkt aus, können wir es alle nachvollziehen. Das ist, wissen wir alle. Und wie gesagt, ich bin einfach ein alter Pragmatiker. Und ich denke mir, okay, gut, aber es ist eben dieser Weg. Ja? Es ist dieser Weg, da wenn ich heute von heute auf morgen alles verliere, auch wenn ich das Bewusstsein habe und sage, okay, was ist es in Wahrheit wert? Ja? Ist es ein Weg, der wahnsinnig schwierig und wahnsinnig steinig ist? Und vor allem sieht man ja, es wird auch nicht alle gleich betreffen. Wir sind ja nach wie vor auch verständlicherweise in Werten drin, in der Wertung drin, sagen, okay, gut, mich erreicht es, mich erwischt es jetzt, aber der da drüben sitzt, der da jetzt in dieser, ja, im Ministerium oder in irgendeiner Geschichte drin ist, wo der Job sicher ist, den betrifft es nicht. Also ich denke mir, da sich dann hinzustellen, zu sagen, okay, gut, was ist das Leben eigentlich wirklich, Umstände alle weg und das Ganze fühlen, das kann man überleben. Ja. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich so der Sprung. Ja. Der Sprung, wo man sagt, okay, spring, weil es wird da nichts passieren, aber ich glaube, dass das nicht überleben. Ja. Weil das natürlich eine wahnsinnig schwierige Geschichte ist. Aber diesbezüglich würde ich jetzt einfach nur mal mit dir dann weiterreden natürlich, aber da würde ich jetzt einfach nur mal gerne den Heinz dazu fragen. Und es ist leider Gottes so, dass man so ein bisschen hin und her tauschen muss. Gut, Heinz, ich habe das zu der Sache ja jetzt immer schon ein bisschen beobachtet und wir sind jetzt wirklich gerade so am Punkt und das ist also ein Punkt, der mich auch immer so ein bisschen kratzt, weil man denkt, ich weiß genau, was der Erich meint und das schätze ich an ihm, diese Dinge sehr bewusst und sehr klar auszudrücken. Ja? Aber ich frage mich immer dann, okay, kann das für jeden funktionieren? Ja? Kann das für jeden funktionieren? Und ich habe aus deinen Augen gelesen, dass man denkt, du hast da was dazu zu sagen. Und wie siehst du das? Ist diese Bewusstheit darüber, oder was ist eigentlich Bewusstheit? Ist das nur das Wissen darüber, oder ist das einfach schon das Gespüren, oder was immer? Aber ja, kannst du das vorstellen, dass das für Leute, die wirklich jetzt sehen, es geht alles den Bach runter, ja, dann zu sagen, okay, du, was ist denn das wert? Schau mal, und das Leben ist doch was anderes als wie dein Auto, dein SUV und weiß ich nicht, deine Doppelhaushälfte. Genau. Ich glaube, wichtig ist einmal, dass man draufkommt, dass man es mal wahrnimmt, dass man nicht verleugnet, dass man sagt, okay, oder schön redet,
dass man sagt, naja, wird schon irgendwie weitergehen. Und es gibt so schon das Sprichwort, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Genau. Und da, glaube ich, sind wir beim Thema, dass man trotzdem der Glaube an die gute Sache, an die guten Dinge im Leben, und das ist ich selber nämlich, meine Gedanken formen dann auch meine Umstände, das ist im Mentaltraining so, ich kann entweder Gedankenspirale machen, dass ich so, jetzt ist das Haus weg, jetzt muss ich das verkaufen, vielleicht geht sogar dann noch die Beziehung auch drauf, und, oder es ist irgendein Todesfall sogar in der Familie, und ich lasse mich dann reinziehen und sage immer, okay, das passiert alles mir, es ist ganz schlecht, ich komme in Stress, und ich glaube, sehr viele schon in Stress, und das wissen wir sogar, das macht auf der körperlichen Ebene was, das übersäuert uns, das geht bis zu Depressionen, bis zum Burnout. Also das ist so eine Spirale richtig nach unten. Oder ich kann Gedanken Disziplin machen, dass ich sage, hallo, halt, was macht denn dieser Gedanke mit mir? Ich will gar nicht sagen positives Denken, weil das ist so überzeichnet, ich darf mal sagen, stärkt mich der Gedanke, wenn ich mich da so eintreiben lasse, ein Negativ folgt dem nächsten negativen Gedanken, oder ich sage einmal, wo habe ich jetzt die Chance, in dieser Krise, was ja wirklich nicht schön ist, wenn ich etwas, einen Jobverlust habe oder das Haus verkaufen muss, aber was eröffnet mir das, was kann ich daraus machen, dass ich mal wirklich so. Oder mir hilft zum Beispiel, sagen wir ganz was Kleines, ich gehe raus in die Natur und sage, okay, ich kann, der Urlaub, folgendes Jahr, wir wollten nach Amerika fahren, 3 Wochen lang, haben wir absagen müssen. Und was habe ich kennengelernt, im Hier und Jetzt zu leben? Österreich, vor der Haustür, wir haben wunderschön einen kleinen Fluss, die Alm, ich habe das gesehen, wie die Natur aufblüht im Frühjahr. Nicht? Man hat das jeden Tag bewusst wahrgenommen. Jeden Tag sind die Blättchen ein bisschen weiter geworden. Und das Schöne im Leben wahrzunehmen wieder. Das, so wie der Erich gesagt hat, nicht festhalten am Besitz, am Haus, sondern an den schönen Dingen, was uns eigentlich geschenkt ist. Ich verstehe dich total. Ja? Du bist dann der, der dann wieder so ein bisschen für mich plastischer bringt. Ja? Und doch bin ich da wieder so an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, gut, es ist auch Chaos, wenn ich mir vorgenommen habe, ich mache 3 Wochen Reise nach Amerika. Wäre für mich eine Wahnsinnsgeschichte und das fällt dann ins Wasser. Ich weiß, das ist ärgerlich, das mag vielleicht auch mal, bricht da vielleicht was zusammen, weil jeder fährt nicht einfach mal nach Amerika, sondern das braucht wahrscheinlich auch lange Vorbereitung. Vielleicht muss man sich innerlich ewig lang vorbereiten, keine Ahnung. Und trotzdem denke ich mir, macht es nochmal einen Unterschied, wenn du jetzt derjenige bist, der nicht nur den Urlaub verliert, sondern der mir jetzt vielleicht erzählt, ja, okay, Georg, es ist ja so, mein Haus ist noch nicht angezahlt, die Bank stundet mir den Kredit nicht mehr, ich kann ihn auch nicht mehr zurückzahlen, ich muss verkaufen. Was würdest du selber raten, oder was würdest du mir raten, wenn ich in der Situation wäre? Was würdest du mir da sagen? Würdest du auch sagen, ja, okay, gut, kauf dir ein Zelt und guck mal drauf, wie toll das ist, oder wie wäre das, was, ich weiß, das kann man natürlich nicht in 2 Sätzen, ja, das ist schon klar, aber... Ich würde einfach trotzdem fragen, welche Möglichkeiten gibt es, nicht? Wie weit kannst du deine Schulden abdecken? Und wo gibt es einen Neubeginn? Und da ist es dann wichtig, dass du siehst, dass du sagst, okay, ich gehe halt einmal in eine Mietwohnung, aber das Leben geht weiter. Dass man einfach die Chance nimmt, ganz praktisch, dass man sagt, was wäre der nächste Schritt? Nicht wieder sagen, okay, und in 10 Jahren werde ich wieder ein Haus besitzen, sondern was ist der nächste Schritt, was meine Bedürfnisse befriedigt, damit dass ich wieder ein Glück erfahren kann? Und da vielleicht den Weg der kleinen Schritte zu machen. So wie es im Mentaltraining ist, nicht die Riesenschritte, das würde uns ja wieder genau in diese Spirale nach unten, weil es nicht greifbar ist. Sondern dass wir sagen, was brauche ich, wie der Erich auch gesagt hat, was brauche ich, meine Grundbedürfnisse, wie kann ich es abdecken, essen und trinken, wir wissen in Österreich, wir verhungern nicht. Wir sind zumindest einmal so gedeckt, dass das Leben weitergeht. Und dann einfach wieder überlegen, welchen kleinen Schritt kann ich machen. Und dann kann ich mal sagen, okay, dann schaue ich mal, dass ich in eine Wohnung komme. Vielleicht ist sie mal kleiner. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dieses kleine Ziel, kann ich mal wieder ein größeres erstecken. Dass dann sage ich, okay, jetzt suche ich mir wieder einen optimalen Job. Jetzt hat sich die Situation wieder geändert, dann bekomme ich wieder einen Job. Und dann kann ich ja weiter dann wieder mich raufhandeln, dass ich sage, was brauche ich ja wirklich, dass ich glücklich bin. Oder ich komme sogar drauf, das Haus, der Palast, es war eigentlich ein Palast.
Ich bin viel glücklicher in einer Wohnung. Kann sein, klar. Ja, sicher. Ich habe zu Hause gehabt, in Bad Hausen, 40 Jahre lang haben wir in einer 300 Quadratmeter Wohnung gelebt. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, das brauchen wir nicht mehr, wir möchten einmal woanders sein. Wir waren in Bad Waltersdorf dann zu viert in 90 Quadratmeter. Okay. Und das war eine tolle Erfahrung. Und wir waren, heute sind wir wieder in ein Haus, aber was uns unsere Grundbedürfnisse deckt mit 150 Quadratmeter zu viert, und ich arbeite ja zu Hause selbstständig und das passt perfekt. Ja, total nachvollziehbar, auch gut. Und eins möchte ich trotzdem noch aufgreifen, was du eh schon gesagt hast, was ich aber glaube, was ganz wichtig ist in dem Prozess. Ja. Ich denke, du hast schon vorher, wie du das ausgeführt hast, schon mal kurz gesagt, man muss auch hinschauen. Ja? Okay. Also jetzt nicht so mit der rosa Brille, das wird alles schon wieder und ja, wird schon werden und beten und hoffen und was auch immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt so nach dem Motto und irgendwann stirbt sie halt. Ja? Hinzuschauen, zu sagen, okay, ich glaube, da ist einfach dieser Punkt wichtig, gut, es passiert jetzt. Ja? Okay. Ich werde mein Haus verlieren, ich kann den Urlaub nicht machen, vielleicht verliere ich Freunde, ja? Beziehung zerbröckeln oder sind ziemlich im Umbruch möglicherweise. Das Ganze mal sozusagen anzuschauen, zu sagen, okay, es wird so sein. Ja? Genau. Das wird einfach so sein und das Ganze nicht zu verschönern und nein, wird eh nicht so schlimm werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Akzeptanz, genau. Die Akzeptanz dessen, was da jetzt passiert. Und dann gibt es aber eine, finde ich, sehr wertvolle Beraterfrage, Coachingfrage, was auch immer, wie man dazu sagt, die ich auch immer wieder gern verwende, glaube ich, die da auch gut sein kann, das Ganze ein bisschen abzufedern. Was wäre zum Beispiel das Schlimmste, was in dem Falle aus deiner Sicht passieren könnte? Ja, dass man wirklich abfragt. Ja. Mhm, okay, genau. Was wäre jetzt in dem Falle das Schlimmste, was passieren könnte? Und ich denke, das ist auch so ein Indikator, wo man dann erkennen kann, dass da wahrscheinlich auch wieder ganz viel Angst drinnen ist, dass man was aus sich was alles verliert und es dann möglicherweise eh nicht so schlimm wird. Ja? Mhm. Aber dass man wirklich einmal das hat, okay, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn ich jetzt wirklich mein Haus verliere und meine Familie sozusagen auseinanderbricht. Ja? Dass man sich wirklich einmal mit dem auseinandersetzt und sagt, okay, das wird es werden und dann, glaube ich, dann hat man wirklich einmal, ist meine Erfahrung, ja, in meinem Leben, wir stellen uns ja auch die Fragen selber. Ne? Wir sind ja nicht nur gescheit bei anderen, denke ich, sondern wir stellen uns auch die Fragen immer wieder selber, weil auch wir gehen durch Krisen. Was wird jetzt das Schlimmste? Und dann ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung mit den Klienten, wo man dann merkt, okay, es wird im seltensten Fall ganz so schlimm, wie man glaubt. Und dann federt man viel ab und dann kommt man aus dieser Stressspirale wieder raus, weil dann hat man mal so am Boden gesetzt. Ja, und nicht dieses Nebulöse, nein, es wird so schlimm und es ist alles so schlimm und es wird alles noch viel schlimmer. Ja. Ich denke mal, in so einer Kultur sind wir vielleicht auch fast gerade, dass jeder in dem so drin ist. Ne. Es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer. Ja, Heinz, das war jetzt sehr, sehr wertvoll und jetzt möchte ich wieder einen kleinen Tausch. Ja. Wie geht es dir mit dieser Ausführung zu sagen, okay, schau mal, was passiert jetzt wirklich und dann auf das aufbauen. Was hast du, was kannst du da noch was dazu sagen? Ist eine gute Strategie und ist sicher sehr hilfreich. Das glaube ich auch. Auf dem nächsten Moment schauen, was ist zum Tun, was kann ich jetzt machen, auch wie du gesagt hast, was passiert schlimmstenfalls, kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein Ansatz ist halt immer auch der, alles, was quasi negativ empfunden wird, hat ja auch was Positives in sich und nichts ist umsonst. Und wie ich erst schon eben gesagt habe, alles ist für dich maßgeschneidert. Das hört sich natürlich ganz furchtbar an, wenn jetzt jemand wirklich was verliert, mit dem er sich sehr stark identifiziert. Das heißt, ich verliere da im Grunde das Leben. Also wenn das mein Lebensumfeld ist, mein Haus ist mein Leben und so weiter, dann stirb ich quasi. Ja. Genau. Nur zu guter Letzt heißt es ja, man muss zuerst sterben, um zu leben. Damit ist genau, das war irgendein Song oder wer hat das? Ja, der Falco, aber nicht nur der. Also, ja, was, ein deutscher Sänger war das auch noch, aber egal. Da hat es mehr gegeben, das ist mehrmals besungen worden. Und im Grunde ist ja auch der Kreuzweg, kannst du sagen. Ja? Also aus dem Christlichen aussah. Also was ist denn dieser Tod und dann die Himmelfahrt? Also sterben durch die Idee von Leben, also der Lebensumstand, diese Identifikation mit Zeit und Raum.
um wirklich zu leben, also das Himmelreich zu erfahren. Ja? Und wirklich zu leben ist Himmelreich. Also die Identifikation mit dem Lebensumstand loslassen, ich weise halt immer wieder darauf hin, weil ich halt der bin und, und mir erscheint das wirklich als das absolut Wichtige und Richtige und das Einzige, was vielleicht wirklich einen Sinn hat. Weil was nutzt es, wenn ich die Tapeten durch eine bessere, schönere ersetze? Und das machen wir aber. Wenn wir sie über den Lebensumstand identifizieren, dann wollen wir so wie besser, schöner und das scheinbar negativ empfundene, das wollen wir überhaupt löschen oder überstreichen oder sonst irgendwie was. Und das Problem ist ja wirklich nur das, weil wir sie damit identifizieren. Dann wäre es doch, wenn wir jetzt einmal, es ist für mich auch dann nicht aber ganz so einfach, die ganzen Umstände, die uns jetzt begleiten durch die Corona-Sache, Regierung, Menschen, die dafür, dagegen sind, die sich auflehnen, die unzufrieden sind, weil die Maßnahmen nicht eingehalten werden, die unzufrieden sind, weil die Maßnahmen da sind und welche, die dazwischen sind, dann wäre doch eigentlich auch der Zeitpunkt doch einmal wichtig und richtig, dass man sagt, so Leute, wir müssen das offensichtlich da jetzt alles, vor dem wir da ja alle Angst haben, mal annehmen, was da passiert ist und alles gegeben hinnehmen, weil ich habe ja schon so das Gefühl, dass dann viele immer wieder, auch wenn sie sich aufbäumen und versuchen, was zu verhindern, dass man doch noch nicht angekommen ist und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt einmal, was da passiert ist. Offensichtlich versucht man immer nur die Lawine aufzuhalten, die einen eigentlich ja schon total erdrückt, oder sage ich das falsch, dass man da vielleicht auch die Leute, die demonstrieren gehen, die jetzt schon seit Monaten schreien, ich gehöre zu den Demonstrierern, ja, nehme ich da jetzt nicht aus, oder? Und immer nur sagen, ja, das muss weg, der Kurz muss weg, das muss weg und das muss weg, uns ja auch nicht wirklich weiterbringt, ja, weil es ist ja immer so ähnlich, ne, ich stehe vor meinem Haus und sage, sie müssen weg, weil sie sagen, sie dürfen mein Haus nicht nehmen, genau. Sie müssen weg. Und der Umstand ist aber offensichtlich so, dass das Haus wegkommt, weil ich es nicht mehr da zahle, ja. Also was würdest du Menschen raten, die jetzt zum Beispiel, ja, oder was würdest du dazu sagen, ja, die sagen, ah, das muss weg und das geht so nicht, mit, ihr müsst es aufhören damit. Ja, im Grunde ist einverstanden sein sowas wie Friede und es geht ja immer nur um Frieden. Genau. Also wirklich Leben ist Frieden sein. Und ein Lebensumstand mit dem Leben verwechseln heißt eben, das haben wir uns Gegenteil von dem auch. Und das ist im Lebensumstand und damit hat auch im Lebensumstand alles seine Berechtigung in dieser eigenartigen Zeit. Ja? Die einen sind für das, die anderen gegen das und so weiter. Es hat alles seine Berechtigung. Ja, und aber jeder schiebt es ja schlussendlich auf den anderen. Das ist ja, ja, genau. Und das soll ja uns dabei helfen, dass der seine Wahrheit hat und der andere auch. Und jeder glaubt, dass seine Wahrheit die einzige ist. Und das ist eben nicht wahr, obwohl er das wahr ist. Wie geht man dann mit dem um, dass man, ich meine, es ist die FPÖ zum Beispiel, ja, der Kickl, der ja da sehr stark auftritt, ja, und ich will da jetzt überhaupt nicht politisch sein, ob mir das gefällt oder nicht. Ich finde es gut, dass die Menschen auch erheben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hört man dann aber auch immer wieder, wir wollen unser altes Leben zurück. Sofort das aufhören und ich möchte, dass das wieder so weitergeht wie vorher. Das wäre ja quasi eigentlich auch dann, wenn man wieder so diese Geschichte mit dem Haus und hernehmen, wäre ja das im Endeffekt auch ähnlich, wie man sagt, okay, nein, ich will mein Haus wieder zurück und du, der Exekutor muss wieder gehen. Geh du wieder, lass mir mein Haus, das ist meins. Das ist aber nicht. Ist das sowas Ähnliches oder? Also grundsätzlich funktioniert ja das nicht, weil das, was wir als Leben bezeichnen, ich meine damit den Lebensumstand, ist in Zeit und Raum gefangen und das ist Veränderung. Das sieht man, weil der da auch altert. Ja. Das ist, die Veränderung kann ich nicht aufhalten. Aber der ich bin oder der du bist, weil jeder von uns ist das, was das ist, was Leben ist, sage ich es einfach mal so, weil der Verstand will ja immer wieder irgendwie was festmachen, gell? Das ist es aber nicht. Wenn ich sage jetzt, du bist das Leben oder du bist Gott und du bist auch Gott und wir sind alle Gott, dann habe ich schon wieder ein Bild. Gell? Ich versuche, dass ich die Bilder auflöse mit dem, dass ich sage, von mir aus, du bist das, was das ist, was Leben ist. Da kann der Denker nichts mehr anfangen damit. Und um das geht es, ja? Dass wir die Identifikation auflösen, den Denker wieder als Werkzeug einsetzen, um das zu beobachten, was da gerade so passiert. Weil das können wir nicht aufhalten.
Leben, sprich Lebensumstand, ist Veränderung, ist in Zeit und Raum gefangen und das ist eine Erfahrung. Mhm. Und wenn ich glaube, das, was jetzt gerade noch war und Gefahr droht, zu vergehen, festhalten zu können, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Es geht einfach nicht. Ja? Also ich möchte damit sagen, wenn sich jetzt was ändert, dann ist das ein natürlicher Prozess und den kann ich nicht aufhalten. Und ich kann nur einverstanden sein. Mhm. Und wenn ich einverstanden bin, dann ist es Frieden. Und damit fange ich zum Leben an. Wenn ich den Frieden fühlen kann, dann nehme ich das Leben wahr. Dort fängt es erst an, dass ich mich wirklich spüre als das, was ich bin. Aber das braucht, glaube ich, meiner Meinung nach eine gewaltige Einsicht. Das dann so als so annehmen zu können, diesen Frieden in der Hingabe an das, was da jetzt einfach ist, dann zu erfahren, weil das ist ja genau das, was man ja an und für sich abwehrt oder was die meisten abwehren und sagen, na, das geht doch nicht, es kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt einfach hinsitze und das mit mir machen lasse. Mhm, ja? Genau. Also da brauche ich dann wirklich diese wahnsinnige Tiefe und diese Einsicht oder wie immer man das nennt, wo man so wirklich in sich hineinkommt und merkt, okay, jetzt höre ich auf zum Kämpfen, ja. Jetzt kommt der Friede und alles rundum berührt mich gar nicht mehr. So, da läuft jetzt der Herr Kurz herum und die Regierung und die Angst. Ja, aber es berührt mich nicht mehr. Ja, die Umstände haben sich nicht geändert. Aber es geht weiter. Sie verändern sich auch nicht durch das, was mich aufregt, außer dass ich mich immer mehr in Bedrängnis bringe, indem ich mich stress und immer mehr in diese Angst reinkomme. Ja. Genau, also das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man mal einverstanden ist, aber das heißt nicht, dass ich da sitze und zuschaue. Naja. Also es geht schon darum, tun, was zu tun ist. Ja? Mhm. Und aus einem höheren Bewusstsein heraus, werde ich nichts tun, was einem anderen schadet oder dem Ganzen schadet. Mhm. Ja? Werde ich nicht tun. Ja? Und dann werde ich vielleicht auch nur dort was tun, wo es einen Sinn hat und wo es dienlich ist. Ja? Mhm. Wir wollen ja was tun, was Leid mindert, was den Menschen den Schmerz nimmt, was ihm halt einfach hilft, dass er sich besser selber spürt, weil dort ist halt eben der Frieden daheim und dann geht es uns besser. Wir wollen ja alle dieser Friede sein, möchte ich fast sagen. Ja, das war jetzt gut, ganz gut. Merke, dass du das gesagt hast, eben, dass man jetzt nicht sozusagen im Fatalismus, also im Nichts, und ja, wir können eh nichts machen, uns ergießen, weil dann werden wir überrollt, ja, dann wird nur viel mehr, sondern sehr wohl in dem annehmen, was passiert, was ist und was tun. Ja, ich glaube, das, was ja jeder für sich tun sollte und kann, und das muss, glaube ich, jeder für sich selber finden. Und das würde ich jetzt auch gerne einbringen. Gestern habe ich ein tolles Video, oder eigentlich heute, noch gesehen über den Jod College, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es ist ein Österreicher, für mich sehr empfehlenswert, weil er auch ein Spiritueller, aber der sehr pragmatisch immer ist, der diese Arten von Freiheiten braucht hat und über des Mannseins, ja, dass wir Männer sozusagen sehr freiheitsbewusste Wesen sind, aber es ist einerseits diese Freiheit, die wir sozusagen uns fordern, indem wir sagen, ja, du, es muss das und das sein, damit ich frei bin. Also sozusagen diese Freiheit, ja, ich brauche die Freiheit, ihr müsst damit aufhören, ich will jetzt wieder auf Urlaub fahren oder sonst, das ist das eine, sozusagen diese Freiheit von außen zu fordern. Oder eben in mir und zusätzlich dann aber nicht da stehen bleiben darf und sage, ihr dürft das alles nicht machen, damit ich frei sein kann, weil dann stehe ich da und kann mit dieser Freiheit eigentlich gar nichts anfangen. Ja? Was wäre, es ist immer die Frage, die mir jetzt einfällt, was wäre, wenn plötzlich von einer Sekunde auf die nächste Corona vorbei wäre, weg wäre? Dann frage ich mich oft, was würden wahnsinnig viele Menschen, die jetzt immer wieder dagegen waren, manchmal das Gefühl, die würden plötzlich dastehen und eine komplette Depression fallen, weil sie sich nie mit der Frage beschäftigt haben. Und das ist jetzt wieder dieses Video vom Jod Kolitscher. Der zweite Schritt ist die Freiheit. Was kreiere ich daraus? Ja? Welche Spielräume, was für Räume gestalte ich mir? Das ist so diese Freiheit, die von mir rauskommt. Was mache ich damit? Ja? Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Und das ist ja genau das, also nicht fatalistisch zu werden, zu sagen, ich kann eh nichts machen, sondern sehr wohl Akzeptanz, es ist, es passiert, so ist es jetzt einfach, es schmeckt mir nicht, ja? Aber dafür zu sorgen, ich bin jetzt eigentlich schon so bei einer kleinen Zusammenfassung, merke, dafür zu sorgen, dass wir auch nicht in diese Spirale des Stresses runterkommen, total, und die uns dann auffrisst, sondern merken, okay, stopp, weil Annahme bedeutet ja eigentlich,
Ja, einverstanden sind. Einverstanden sein bringt uns ja aus dieser Stressspirale raus. Ne? Soll ich bin ja kommen, ich nimm den Scheiß. Ist ja doch auch da, wenn ich mich gegen was wehre, was da ist. Es ist ja da. Aber also da man braucht halt einfach. Manche Leute brauchen lang. Es ist selber bei einer Krebserkrankung, wenn man die hat, man wehrt sie lang einerseits, dagegen andererseits sofort annehmen und sagen, ja, so ist es. Aber es ist, glaube ich, dieses beides, tun, was geht. Wir brauchen, genau. Annehmen und dann was machen damit. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das, glaube ich, ist auch eine Botschaft, die wir ein bisschen rausbringen könnten. Da heute nicht nur zu sagen, ich bin jetzt dagegen, ich will meine Freiheit wieder zurück, hört's auf damit. Mhm. Ja, ich will das wieder, sondern zu sagen, okay, was mache ich aber damit? Was mache ich mit meiner Freiheit? Ich denke mal, das darf sich jemand fragen, der sagt, kurz muss weg. Die Frage, okay, wer soll her? Was soll her? Das System muss weg. Ja, okay, welches System möchte ich haben? Was will ich etablieren? Ja, wir brauchen Liebe. Liebe braucht man. Okay, wie schaut die aus? Also ich denke mal so dieses einfach dann, was tun damit? Ja, du sagst, ich mache das Nötige oder ich mache das, was halt da ist oder das, was macht, gehört. Ja? Ja. Egal wie man, denke ich mal, wie jeder dazu sagt, Heinz, du nickst, wie wäre jetzt für dich diese Erkenntnis nochmal? Ja, ich denke, also für mich ist ganz wichtig, nicht nur, dass man diese äußere Freiheit erlangen, sondern die innere Freiheit spüren und auch entdecken. Das ist ganz eine wichtige Zeit und ein Prozess auch für uns ist, dass wir uns selbst finden können, uns innerlich vielleicht von manchen, so wie es der Georg gesagt hat, Ängsten, Sorgen und Stress befreien können, dass man vielleicht auch im Außen das mit körperlichen Übungen, gesunde Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, aber wirklich speziell auch, wie der Erich gesagt hat, es liegt auch in uns drinnen. Die innere Einstellung, glaube ich, macht es aus und das führt uns auch zur Freiheit. Ja, Heinz, da gebe ich dir absolut recht und es ist wirklich so, und jetzt sind wir, glaube ich, jetzt schließt sich irgendwie aus meiner Sicht gerade der Kreis auch von unserer Auseinandersetzung da jetzt. Sind wir wieder da oder kommen wir wieder dahin, wo man genau, was, wie der Heinz oder vorher angefangen hat. Es ist eine Chance für einen selber, und wenn man dann merkt, okay, der Urlaub nach Amerika ist weg, ja, die Annahme einfach einmal haben und das Akzeptieren, das wirkliche Akzeptieren von dem und nicht einmal sagen, ja gut, das ist halt so. Und der Gio hat gesagt, naja, es ist gut, wenn man das so macht. So, da braucht es eine wirkliche Akzeptanz dafür. Und ich glaube, das geht auch nicht gleich von einer Sekunde auf die nächste, dass man sagt, so, ich muss das annehmen, sondern da braucht es eine Zeit. Das ist so, wie es eine Zeit der Trauer braucht, eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Wut. Ja? Das ist ja, das kann ich auch nicht abkürzen. Ne? Meistens ist man auch, wenn was passiert, ist man sehr wütend, irgendwann wird man traurig. Ja? Und dann merkt man, okay, wenn ich das durchgegangen bin, das Tal, dann kommt wieder die Kraft, weil ich das wirklich verarbeitet habe, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man eben von dieser Annahme dann in eine Energie kommt, und das passiert ja auch. Ja, das passiert dann wirklich, dass man dann merkt, okay, und jetzt geht es wieder bergauf und jetzt mache ich was damit, und dann entsteht diese neue Energie, dann kann, und dann entsteht das, okay, Amerika-Urlaub, jetzt scheiße, passiert nicht, kann nicht passieren, vielleicht in ein paar Jahren mal oder später mal. Ich fahre jetzt einmal in Österreich herum und entdecke Neues. Hausweg, okay, ist auch Müll. Natürlich, das sind Dinge, die frisst man nicht einfach so auf Arme. Wie gesagt, da braucht es einen Prozess dazu, um das zu verarbeiten. Doch wenn man dann die Annahme hat dessen, was passiert ist, ja, dann kann es also sein, ne, dass ich aus einem 300 Quadratmeter Haus dann sage, okay, hey, ich bin eh allein, ich kaufe mir jetzt ein Wohnmobil, von dem trame ich eigentlich eh schon seit 15 Jahren, und ziehe in das ein. Ja? Ziehe in das ein und fahre mal ein halbes Jahr, ein Jahr durch Europa, okay, ja, durch Österreich oder wo immer man lebt, oder man wird ja auch wieder reisen können, so wird es ja auch kommen, ja, mit oder ohne Test oder was auch immer, man wird wieder reisen können. Und dann kann man diese Möglichkeiten, glaube ich, für sich auch schöpfen. Ja, und dann ist das eine wirkliche Transformation, glaube ich, und keine gespielte und keine rein in der Theorie. Genau. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, wirklich an dem Punkt, wo wir wirklich die Chance, ja, aus der Krise nutzen können, so nach dem Motto.
Ja, und es ist einfach so, liebe Zuseher, man kann einiges tun und die Essenz dieser Sache ist dann schlussendlich, wenn der Schmerz und wenn die Trauer dessen, was auch gehen hat, müssen und dürfen, wie immer, dass man dann Zeit für sich hat und auf sich zu konzentrieren, ja, was man eh vorher auch schon braucht, um überhaupt den Prozess des Loslassens und des Verlierens durchzustehen, aber dann vermerkt aus sich heraus eben die Kreativität zu spüren und dann daraus zu schöpfen. Und das kann ich natürlich auf der mentalen Ebene, ist es ganz wichtig, auf der mental-geistigen, psychischen Ebene, auf der spirituellen Ebene und natürlich auch auf der körperlichen Ebene, wo es ganz wichtig ist, seinen Körper, seinen Organismus eben auch zu unterstützen, also ganzheitlich zu unterstützen, weil natürlich Stress immer eine Komponente ist, die einfach in solchen Situationen, in dem Falle auch schon chronisch einhergeht und natürlich mit unserem Körper, mit unserem Organismus was macht. Stress bedeutet dann natürlich auch wieder, dass ein unausgeglichener Basenhaushalt, das heißt viel zu viele Säuren, viel zu viele Entzündungsherde im Körper entstehen und da ist natürlich auch ganz gut und ganz wichtig, dass man da seinen Körper mit dementsprechenden Möglichkeiten und Mitteln unterstützt. Ja, was da eventuell noch, was man da tun könnte, das können wir in einem weiteren Video besprechen oder ich werde einfach ein paar Verlinkungen, Hinweise auf meine Homepage auch geben, wo man sich da ein bisschen weiter diesbezüglich informieren kann. Ansonsten sage ich so schnell, Heinz, komm noch schnell in unsere Mitte. Dass man nicht verwirrt, Mitte ist Mitte. So wie es ja auch ist, schon fast ja, Tradition ist bei unseren Videos. Zum Schluss sitzen wir dann doch da, der Baby-Elefant. Die Brennwand ist ja da. Richtig, genau, da ist ja alles, ist ja Plexiglas. Mentales Plexiglas. Ja, ich denke, es ist jetzt eine gute Auseinandersetzung geworden. Aus meiner Sicht finde ich, ist das richtig gut gegangen und wir haben wirklich gute Erkenntnisse wirklich auch gefunden und ja, meine Lieben, es ist gut, wenn man wirklich das Licht ja, sehen kann, aber nicht, wenn es einer vorsorgt und vorsorgt, wo das Licht am Tunnel ist, sondern wenn man selbst in der Lage ist, selbst kreativ zu sein, selbst der Schöpfer zu sein und dieses Licht in sich zu kreieren, diese Wege neu zu kreieren, zu definieren. Da braucht man keinen anderen, der das für uns macht. Das ist meine Meinung dazu. Heinz? Was da bin ich ganz bei dir, Georg, ganz genau. Ja, ja, richtig. Ja, es geht um das, was du bist. Wenn du das spürst, das bist, dann bist das Leben und dann kann da nichts passieren. Genau. Auch wenn der Lebensumstand einmal oft schwierig ist, ja, fokussier dich auf das, was bist und Frieden ist. Genau, und wir dürfen nicht darauf warten, dass das der Herr Kurz oder sonst irgendwer für uns macht. Das habe ich jetzt noch sagen müssen. In dem Sinne, alles Liebe sonst von meiner Seite. Daumen hoch. Ja. Wir sehen uns beim nächsten spannenden Video und wer weiß, was wir heute zusammenbringen. Wir freuen Sie jetzt schon. Wir freuen Sie jetzt schon. Auf was? Ja, auf das nächste Video und auf das, was auf jetzt das ist. Licht. Mhm. Auf das Licht. Auf das Licht. Und jetzt kochen wir uns was. Dass du bist. Genau. Jetzt kochen nicht am Ende, sondern wir kochen uns was. Im Hier und Jetzt. Veganes, fleischloses Essen gibt es jetzt. Baba, ciao, tschüss. Ja, vor allem ja jetzt schon. Genau.